Ich schätze mal, im Endeffekt war das spielerisch von uns eine gute Leistung. Und technisch waren wir einen Tick überlegener Rehberge. Ich glaube, das hat das entscheidende Ergebnisse gebracht. Ja, das Problem war, dass wir zum Finale hin nur noch 5 Feldspieler hatten. Davon, also ich war noch verletzt, ein anderer Mitspieler musste noch rechtzeitig oder vorzeitig gehen. Und mit 5 Spielern im Finale, wo dann auch die Zeit verlängert wurde auf 12 Minuten, war es einfach unmöglich, da das Tempo noch mitzuhalten. Wir haben probiert, gut zu stehen, aber mussten uns dann leider Friedenau geschlagen geben. Ich habe daraus gelernt, meinen Mitspielern oder meine Spieler besser zu beobachten. Werde es im Training auch einbauen, auch wenn es nur ein Heimturnier hier war, dass wir spezifisch nochmal eng miteinander spielen werden. Trainieren wir aber auch schon seit Wochen. Deswegen denke ich, das war einer unserer Vorteile, dass wir heute hier gut zusammenspielen konnten. Wir sind gut in die Vorrunde gestartet, haben da direkt 2 Spiele hoch auch gewonnen, haben danach unentschieden gespielt, waren erst Erster, aber durch das letzte Spiel sind wir noch Zweiter geworden. Und hier in der Finalrunde sind wir eigentlich kontinuierlich gut durchgezogen und sind eigentlich sicher Erster geworden. Hat ein bisschen Glück gehabt im Viertelfinale im 9-Meter-Schießen, aber danach im Halbfinale sicher 3-0 gewonnen. Und ja, zum Finale fehlten uns noch die Männer, ansonsten hätte es sicherlich auch für den ersten Platz reichen können. Also ich muss ehrlich sagen, wir sind hier angereist mit gar keinen großen Erwartungen, auch schon in der Vorrunde. Meine Jungs, ich wusste schon immer, dass meine Jungs Fußball spielen können, auch gerade in der Halle. Ich wäre gelogen, wenn ich gesagt hätte, ich rechne mit diesem Finale oder mit dem Pokalsieg heute. Deswegen bin ich umso stolzer auf das Team, dass sie als Team hier aufgetreten sind und den ersten Platz geholt haben. Eben, ne? Ja, einiges. Klar, die konditionellen Sachen, die man hier in der Halle mitgenommen hat. Man hat ja auch vorher in der Halle ein bisschen trainiert, aufgrund der Wetterbedingungen auch. Und klar, man nimmt jetzt alles mit, alles, was man an Trainingseinheiten machen kann. Und man mit natürlich für die Rückrunde. Also in der Bundesliga sagt man, man will die 40-Punkte-Marke erreichen, um nicht abzusteigen. Aber ich glaube, da sind wir jetzt, alle weg voran. Ich möchte und verlange auch vom Team, ich glaube, das haben sie selber sich ein Ziel gesetzt, dass wir noch den ersten 5 schaffen diese Saison. Die Punktesituation erlaubt ist, die Mannschaft ist klasse, spielt erstklassig zusammen. Wir haben, wie gesagt, ein großes Kader. Ich denke, dass es machbar ist und dass die Ziele nicht so hoch angesetzt sind, in die ersten 5 reinzukommen. Ja, wir hatten ja eigentlich gestern schon unser erstes Rückrundspiel gehabt, aber es ist ausgefallen aufgrund der Wetterbedingungen. Ja, also wir stehen aktuell auf dem 2. Platz, sind 4 Punkte hinter Empor, haben noch ein Spiel weniger und wir wollen dieses Jahr möglichst den ersten Platz schaffen, beziehungsweise endlich Berliner Meister werden, Empor von Thron schieben. Und wenn es möglich ist, sogar im Pokal noch weit kommen. Da steht jetzt auch bald das Viertelfinale an. Ja. Auf dem Platz. Ich hoffe, wir schließen da an, wo wir heute aufgehört haben und werden oben mitspielen können, nicht nur unten wie die letzten Jahre. Dieses Jahr habe ich eine neue Mannschaft, ein größeres Kader. Und das macht sich auf dem Spielfeld auch bemerkbar. Ich hoffe, wir können da weiter anknüpfen und kommen auf die oberen Plätze.